Die wundersame Leber- und Gallenreinigung nach Andreas Moritz. Ja, wie gesund ist diese Reinigung? Hallo meine Lieben, schön, dass du hier wieder mit dabei bist bei diesem Video. Es wird endlich Zeit, dass ich mich mal zu dem Thema wundersame Leber- und Gallenreinigung von Andreas Moritz widme. Wie gesund, wie gut ist diese hochgepriesene Leberreinigung nun wirklich? Ich war ja oder bin ja irgendwie immer sehr positiv eingestellt gewesen, habe mir aber mal gedacht, es muss ich wirklich mal ein bisschen genauer nachschauen, weil es gibt schon so ein paar Punkte, da wo man schon sagt, naja, also es ist nicht immer alles so super gut, nur weil es alternativ ist, und das möchte ich uns einfach mal zeigen, was denn nun wirklich super ist oder ob es denn nun doch nicht wirklich so gut ist. Aber ihr wisst ja ganz genau, wir schauen uns die ganze Geschichte wie immer nach dem Intro an. Ja, dass es unglaublich wichtig ist, für unsere Leber etwas zu tun, kann ich ja gar nicht genug und oft genug betonen. Die Leber ist einfach Ursache ganz, ganz vieler Symptome und Krankheiten und sie ist eben auch der Sitz unserer Emotionen. Hier ein ganz kurzer Auszug aus dem Buch Heile deine Leber, damit man einfach sieht, wie wichtig dieses Organ ist und es absolut Sinn macht, dieses Organ zu unterstützen und immer wieder mal zu reinigen. Zitat Anfang. Wenn wir wüssten, wie viele Symptome, Beschwerden und Krankheiten nicht nur mit Leberkrebs, Leberzirrhose und Leberhepatitis mit der Leber zusammenhängen, würde sich in der Medizin so gut wie alles um die Leber drehen. Die Rettung der Leber ist entscheidend, wichtig für Herz, Gehirn, Immunsystem, Haut, Verdauungstrakt und so weiter und so fort. Und hier geht es um guten Schlaf, ausgeglichenen Blutzucker, die Senkung des Blutdrucks, Gewichtsabnahme. Es geht darum, wie jung sie aussehen und sich fühlen und wie klar sie denken können, ob sie Freude haben, Frieden haben und glücklich sind. Ja, Zitat Ende. Ja, meine Lieben, eine gesunde Leber ist unglaublich entscheidend und deshalb schauen wir jetzt einfach mal wieder, wie sinnvoll oder eben unsinnig diese Leber- und Gallenreinigung nach Moritz ist. Ja, das Ziel dieser Reinigung ist, sogenannte Gallensteine aus der Leber zu bekommen. Er geht einfach, glaube ich, davon aus, dass ein wieder Mensch einfach eine Menge Gallensteine in der Leber hat. Es ist natürlich super, wenn man welche hat, dass die aus der Leber rauskommen. Das ist keine Frage, denn das bedeutet eine gestaute Leber, wenn hier Steine drinnen sind, und eine gestaute Leber arbeitet natürlich nicht anständig. Ja, das funktioniert nun folgendermaßen, die Leber- und Gallenreinigung nach Andreas Moritz. Zuerst einfach mal anfänglich die Ernährung umstellen, kein Fleisch, ganz wenig Kohlenhydrate, vor allem kein Brot, keine Nudeln, kein Reis, dafür eben Rohkost, Gemüse und so weiter. Am selben Tag trinkt man dann täglich für 6 Tage lang, also täglich 1 Liter naturtrüben Apfelsaft. Manche machen das auch mit Apfelessig oder nehmen auch dazu Steinbrechertee, den ich sehr, sehr gut finde. Am Tag 6, dann sollte man dann ab 14 Uhr nichts mehr essen, nur noch Wasser trinken. Am Abend dann von Tag 6 trinkt man dann um 18 Uhr ein Glas Wasser mit einem Esslöffel Bittersalz. Dadurch werden dann eben die intrahepatischen Gallengänge geweitet, so eben, und der gesamte Darm aufgrund eben dieser abführenden Wirkung vom Bittersalz, der wird komplett geleert, und um 20 Uhr trinkt man dann eben das zweite Glas Wasser mit eben diesem Bittersalz. Dann mischt man ein spezielles Getränk an, das aus 120 ml kaltgepresstem Olivenöl und 180 ml frisch gepresstem Grapefruitsaft besteht. Und den Grapefruitsaft solltest du eben gut durchsieben, sodass kein Fruchtfleisch eben mehr enthalten ist, denn das könnte zu Übelkeit führen. Und beide Flüssigkeiten gibt man dann in ein verschließbares Gefäß und mixt dies eben durch kräftiges Schütteln so richtig gut durch. Ja, dann um 22 Uhr trinkt man die Olivenöl-Saftmischung in kleinen Schlücken eben neben dem Bett stehend und legt sich danach umgehend ins Bett, wobei eben der Oberkörper durch 2 Kissen leicht erhöht sein sollte. Und die Mischung sorgt dafür, dass die aufgeweichten Steine durch die geweiteten Gallengänge nach außen in den Dünndarm befördert werden, und die erhöhte Liegeposition erleichtert die Ausscheidung. In dieser Phase sollte man ruhig liegen und sich nicht mehr bewegen, um die Ausscheidung nicht
zu stören. Ja, im Idealfall schläft man dann ein in eine angenehme Nachtruhe. Ja, genau, so ist es. Und am nächsten Tag oder am nächsten Morgen, dann trinkt man um 6 Uhr und um 8 Uhr jeweils wieder ein Glas Wasser mit einem Esslöffel Bittersalz, da die Steine, die ja über Nacht aus der Leber in den Darm ausgeschieden wurden, viele Giftstoffe enthalten und dann so schnell wie möglich eben ausgeschieden werden sollten, meine Lieben. Ja, und während dieser Phase muss man einfach häufig auf die Toilette, wobei unterschiedlich große Steine ausgeschieden werden. Sie können von der Größe eines Sandkorns bis hin zu einer Erbse variieren oder auch bis zu 2 cm. Ja, meine Lieben, das wäre eben so die offizielle Anleitung. Und viele berichten eben, dass sie ganz, ganz viele Gallensteine ausgeschieden haben und dass es ihnen danach einfach auch besser geht. Ja, ich, wie gesagt, habe es eben auch 3-mal gemacht, genauso wie eben gerade beschrieben. Und es sind immer solche Gallensteine herausgekommen, sogenannte Gallensteine. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das für mich so ein wahnsinnig großer Unterschied gewesen wäre gesundheitlich. Ich mache ja immer wieder Darmspülungen, Einläufe und so ähnliche Dinge. Warum sich diese Menschen meistens so gut fühlen, da kommen wir ja später noch dazu. Also den Wahnsinnshype hatte ich grundsätzlich nicht. Ja, aber ja, wie gesagt, ich habe die Reinigung 3-mal gemacht und ich war ihr lange, wie gesagt, zugetan. Auch vielleicht, weil ich einfach wollte, dass sie wirkt. Ich habe bei meinem Burnout vor 9 Jahren mich gegen diese morische Reinigung entschieden und eine andere gemacht, bei der einfach viel, viel Homöopathie und einige andere Mittelchen einfach dabei waren, mit denen da gearbeitet wird. Und diese dauerte einfach viel, viel länger. Ich habe mich da an eine Leber- und Gallenreinigung eines Heilpraktikers gehalten. Und dieser hat in seinem Buch eben die morische Reinigung eher negativ beschrieben, dass sie einfach auch nicht funktioniert. Ja, den Kritikpunkt, dass die grünen Steine keine Gallensteine sind, sondern das Öl und alles andere, was man eben zu sich genommen hatte, hatte für mich damals noch keine Gültigkeit, als ich es ausprobiert hatte. Ich würde es immer noch gerne glauben, dass es Gallensteine sind, tue mir aber wirklich schwer damit. Ja, und mittlerweile sehe ich eben auch eher diese Kritikpunkte und vor allem auch, dass die morische Reinigung alles andere als eine sanfte Reinigung ist. Ja, sie ist wirklich alles andere als eine sanfte Reinigung. Aber kommen wir nun zu den Punkten, welche nicht wirklich für die morische Reinigung sprechen, also für die Reinigung nach Andreas Moritz. Punkt Nummer 1 hätten wir da: die morische Reinigung ist alles andere als sanft. Die Nahrungsumstellung in der Woche ist natürlich gut, das ist keine Frage, sorgt jedoch schon für viel, viel Entgiftung und Gifte, die die Leber eben auch verarbeiten muss. Das Glaubersalz sorgt für den nächsten gewaltigen Boost. Die Menge der 120 ml Olivenöl tun ihr Weiteres. Auch wenn ich kein Ölgegner bin, das wissen ja die meisten, ist das einfach zu viel Öl und das sorgt einfach auch dafür, dass die Blutgefäße, Nährstoffe und Kohlenhydrate daran gehindert werden, eben durch das Öl hier wirklich weiterzukommen und dann zu den Zellen zu kommen. Das Öl sorgt auch dafür, dass der Sauerstoff im Blut einfach geringer wird. Es ist einfach ein Crashkurs, es ist wirklich eine Crashkurs, nicht umsonst passiert meist Durchfall, es landen zu viele Giftstoffe auf einmal im Blut und diese werden nicht zum Großteil ausgeschieden, sondern landen im Blut und sind dann mit den Giften und Schlacken in Richtung Herzklappen und Herzkammern unterwegs. Auch das Gehirn kann dadurch wirklich akut bedroht werden. Der Punkt Nummer 2, meine Lieben, Punkt Nummer 2, die Gallensteine, sind die Gallensteine wirklich Gallensteine? Es ist unglaublich, wie viele Gallensteine all diese Menschen haben, denke ich mir da immer. Die reden ja von 3, 4, 5, 6 Kuren und jetzt mal 30, 40, 50, 60 Gallensteine, die da ausgeschieden werden. Also da denke ich mir, wie muss diese Leber ausschauen? Und die Leute haben ja eigentlich auch nie wirklich einen Befund. Ja, ich denke, die wenigsten haben wirklich einen Befund, wo man über ein MRT genau schauen kann, sind da jetzt Gallensteine drinnen oder nicht. Ja, also
Menschen, die chronisch krank sind, sind einfach nach Erklärungen einfach auf der Suche, und da ist eben auch, da sind eben auch, ist eben diese Gallenstein-Geschichte wunderbar, eine wunderbare Theorie. Jetzt habe ich Gallensteine und ich weiß jetzt, warum ich mich immer so krank fühle, so unter diesem Motto. Und die Steine haben für mich in keinster Weise etwas mit Gallenstein zu tun, auch wenn ich das immer wieder auch gerne geglaubt hätte, ja. Während Gallensteine unter anderem Bilirubin, Cholesterin und Kalzium enthalten und eine kristalline Struktur aufweisen, kann man bei den Steinen, die nach dieser sogenannten Pseudoleberreinigung ausgeschieden werden, weder eine kristalline Struktur feststellen, noch die genannten Stoffe kann man finden. Ja? Stattdessen verwandelten sie sich in eine grüne, ölige Flüssigkeit, wenn man sie nur auf leicht 40 Grad erwärmte, was mit Gallensteinen einfach nicht möglich ist. Im Grunde genommen handelt es sich wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit um Fettsteine, die eben aus diesem Öl und diesem Getränk und was man halt alles so in sich hat, eben entstehen. Warum fühlen sich dann aber alle immer so gut? Warum fühlen sich alle immer so gut? Klar, wir gehen oft danach, ich mache was und ich fühle mich dann hinterher besser. Ja, ist auch verständlich. Warum fühlen Sie sich alle so gut nach dieser Reinigung, ist einfach auch ganz logisch. Ernährungsumstellung, kein Fleisch, vor allem kein Weizen, kein Zucker und dann die völlige Entleerung des Darms. Ja. Das hat ja schon eine sehr, sehr angenehme Wirkung. Das ist ja klar, Darmentleerung, Darmspülung, Einläufe und eine Nahrungsumstellung, das macht natürlich schon auch was und da fühlt man sich natürlich auch um einiges besser. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Darmeinläufe, immer wieder mal den Darm wirklich zu säubern und auch auf die Ernährung klarerweise zu achten. Das mit dem Glauber, Bittersalz, wie gesagt, ich bin auch, wie auch immer ein Fan von so Dingen, wo man aber wirklich reinhaut und dann ist alles super. Hin und wieder kann man es vielleicht machen, auch mal mit Glaubersalz, dass einen wirklich durchräumt, aber ich würde da wirklich nicht von einer sanften Kur sprechen. Wer wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, ja, das ist ja auch ganz einfach, lässt einfach seine Steine untersuchen. Das kostet anscheinend gar nicht so viel. Schickt man es wohin, die sollen das anschauen und dann ist die ganze Sache erledigt. Aber ich kann es verstehen, manche möchten halt einfach auch gerne dran glauben. Ja, meine Lieben, ich weiß es jetzt. Es ist einfach nicht leicht. Wie gesagt, mir wäre es echt mehr als recht, wenn diese Moritz-Leber- und Gallenreinigung funktionieren würde. Ja, doch, nein. Ich war eben auch von Anfang an skeptisch, habe am Anfang was anderes gemacht und habe es doch probiert. Ich wollte es glauben, habe es ein paar Mal probiert. So wirklich super toll habe ich mich dann nicht gefühlt. Da habe ich gedacht, wow, so geil war es einfach auch nicht. Und in dem Sinne denke ich wirklich, es sind halt eher Fettsteine, die wir da rauskacken. Aber der Glaube versetzt eben auch Berge. Und es ist halt okay, wenn es für sich Leute so machen. Viele Dinge macht man vielleicht, wirkt das Zeug selber gar nicht. Aber dass man dran glaubt, wirkt. Und dann ist es auch schon wieder super. Also in dem Sinne, macht es für euch, entscheidet es für euch. Ich habe euch lieb, bleibt gesund. Wenn es noch nicht Zeit, dann werdet es auf jeden Fall. Das ist sowieso das Allerwichtigste. In dem Sinne, lasst mir ein paar Daumen hoch da, schaut und schreibt in die Kommentare. Und ihr wisst, schaut auf meine Homepage, bewusstgesundgeosextremsmut.at und auch in die Infobox, da sind alle empfohlenen Produkte von mir. Ich freue mich auf euch. Baba, ciao, tschüss und servus. Wir sehen uns beim nächsten Video.